Hallo zu einem neuen Tutorial. Diesmal wende ich mich den Kämpfen zu. Da habe ich zwar schon, ich glaube, ein, zwei Tutorials gemacht, aber da lässt sich natürlich noch viel, viel mehr machen. Viele Leute machen lieber was mit Events und mit dem Mapping, denn das ist ja auch, was man am Anfang bei dem Spiel von vornherein sieht, was man, womit man was machen kann mit den Events. Aber ein Spiel ist halt wirklich noch, ein Rollenspiel ist halt wirklich noch viel mehr und das konzentriert sich halt vor allem auch auf die Kämpfe. Die Kämpfe laufen bei den meisten Spielen relativ gleich ab. Man sieht den Gegner, prügelt auf ihn ein, setzt vielleicht auch mal Magie ein. Und das war es im Prinzip auch schon. Was eigentlich recht schade ist, denn es lässt sich eigentlich wirklich viel mit den Kämpfen machen. Was man ja auch zum Beispiel bei anderen Spielen wie Final Fantasy oder Chrono Trigger oder so weit und so weiter sieht. Das lässt sich auch im RPG Maker ganz leicht machen. Und ich habe jetzt mal einen Testkampf vorbereitet, in dem ich einige Sachen zeigen wollte. So. Ja, wir sehen, wir haben hier eine Gegnergruppe von vier Gegnern. Zum einen ist das ein Schutzgeist und ein Slime-Schutz. Ja, und noch ein Slime-Schutz und noch ein Schutzgeist. Wir greifen erstmal den Slime-Schutz an. Ja, wir haben es gerade schon gesehen, schützt die Gegner vom Tod, schützt die Slimes vom Tod. Schützt die Slimes vom Tod, schlüsst die Slimes vom Tod. Ja, gut, also da kann ich jetzt noch weiter drauf prügeln auf die gelben Dinger, die gehen nicht kaputt, solange die Schutzgeister da sind. Also greife ich einen Schutzgeist an. So, Schutzgeist ist tot und der Schutz schwindet. Man sieht, das Gelbe wird zu einem Blauen. Und wir sehen auch schon, jetzt ist es nicht mehr Slime-Schutzschicht, sondern Slime-Inneres. Das gleiche könnten wir jetzt noch mit dem anderen machen. Aber wir gucken erstmal, ob das Ding überhaupt kaputtbar ist. Ein Schlag hält zwar auch noch aus. Aber dann geht es in die Knie. So, jetzt haben wir noch ein unsterbliches Viech da über und so ein Schutzgeist, der müsste jetzt den Schutzgeist killen, damit daraus wieder das Schleiminnere wird. Aber jetzt wollte ich mal das zweite zeigen, was ich in diesem Tutorial noch zeigen wollte. Und zwar, das ist die Vierschwert-Technik. Und die setzen wir auf die Slime-Schutzschicht an, weil ich nicht genau weiß, wie viel die abzieht. Und die Slime-Schutzschicht ist halt unbesiegbar. Gut, schauen wir mal. Schlägt zu. Benutzt das Feuerschwert. Benutzt eine Finte für einen V-Schlag. Schlägt wild zu. Und vollendet das Finale. Ja, das hat ordentlich was abgezogen. Aber wir sehen, dass die Gegner jetzt nicht tot, weil wir erst den Schussgeist tot machen müssen. So, benutzen wir es noch einmal. Und Ralf muss seine Attacke abbrechen, bevor er das Finale machen konnte. Ja, das ist eigentlich das, was ich zeigen wollte. Es ist ein bisschen wie eine Sache, die ich schon gezeigt habe, und zwar Attacken zu koppeln. Es ist, funktioniert im Prinzip ganz ähnlich. Aber das ist halt eine feste Reihenfolge von Attacken, die halt ausgeführt werden. Und sobald ein Schritt davon nicht mehr, nicht mehr ausgeführt wird, weil er halt durch Zufall abgebrochen wurde, dann wird der Rest halt auch nicht mehr ausgeführt. Also wenn zum Beispiel schon der erste Schlag ausgeführt wird und danach eigentlich das Feuerschwert benutzt werden sollte, was ja der zweite Schritt ist, das aber nicht funktioniert, dann wird auch der Rest nicht mehr ausgeführt. Also steckt wild um sich und so, wird natürlich dann auch nicht mehr ausgeführt, weil er die Attacke abbrechen musste komplett. Ja, schauen wir uns erstmal das an. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Und zwar habe ich hier bei den Techniken fünf Techniken gemacht. Und zwar erstmal die Vierschwerttechnik, ganz normal. Das ist ja auch die, die Ralf dann einsetzt. Und zwar greift er einen einzelnen Gegner an und hat einen bestimmten Schaden, den wir hier eingestellt haben. Das kann man natürlich auch beliebig ändern. Man könnte hier MP-Schaden oder und so weiter einstellen. Physische Attacke müsst ihr ja nicht auch einstellen, aber gut, das nur so nebenbei. Übrigens, wenn ihr irgendwas nicht versteht, was ihr in den Tutorials schon gesehen habt und es in der Datenbank nochmal habt, aber ihr wisst jetzt gerade im Moment nicht genau, was es ist, einfach mal draufklicken und F1 drücken. Dann kommt so eine englische Beschreibung und eigentlich versteht man die ganz gut. Das hilft meistens wirklich weiter. Das gilt insgesamt für den RPG Maker. Das kann man fast überall machen und das bringt echt meistens hilfreiche Informationen. Ja, gut, weiter.
Der erste Angriff heißt eigentlich nur schlägt zu. Aber hier im Common Event wird, wie man schon sieht, 4 Schwert 1 aufgerufen. Gehen wir zu den Common Events. 4 Schwert 1 hat hier eine Zufallsvariable drin. Zwischen 1 und 100. Und wenn die Variable 1 ist, das heißt zu einer Wahrscheinlichkeit von 99% nur, von der Wahrscheinlichkeit zu 99%, wird die Attacke hier ausgeführt, also ansonsten, und zur Wahrscheinlichkeit von 1 wird die Attacke abgebrochen, also relativ gering noch. Dann wird hier unsere zweite Technik aufgerufen, wir springen von den Common Events zurück zu den Techniken und gucken bei der zweiten Technik. Bei der zweiten Technik ist das Feuerschwert. Hier wieder eine andere Animation, anderer Schadenswert und so weiter. Und benutzt das Feuerschwert. Hier sollte man übrigens immer Erfolgsrate 100% einstellen, denn sonst würde diese Attacke vielleicht daneben gehen, aber die Attacken an sich würden weitergehen, weil ja hier die Common Events weiterhin aufgerufen werden. Und das wäre natürlich nicht besonders realistisch. Die Erfolgsrate wird halt, wie gesagt, in den Common Events geregelt. Also könnt ihr hier ruhig 100% einstellen. Hier wird dann 4 Schwert 2 in den Common Events aufgerufen, also springen wir zurück zu den Common Events. Hier 4 Schwert 2. Wieder eine Zufallszahl, diesmal ein bisschen geringer, also zwischen 1 und 80. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Attacke daneben geht, steigt. Und wenn sie daneben geht, wird halt nichts mehr aufgerufen und die Attacke endet. Und falls zu 79 von 80 Fällen wird Kraftaktion 1 Kraftaktion ausgeführt. Genau, Kraftaktion könnte ich nochmal zeigen. Das ist hier, das ruft einfach nur eine Attacke auf. Hier gibt man den Helden ein, der die aufrufen soll. Und hier die Technik oder halt eine ganz normale physische Attacke, abwehren, flüchten, warten. Und als Angriffsziel wählen wir halt einfach letztes Ziel aus, weil wir immer den gleichen Gegner angreifen wollen. Hier könnten wir auch einfach Zufall auswählen, dann würde der halt wie so ein Berserker wild um sich schlagen und immer mal wieder einen Gegner treffen und keinen bestimmten, was natürlich auch eine ganz nette Idee wäre. Ja, hier springen wir jetzt zurück zu den Techniken, weil wir jetzt hier Schwerttechnik 3 aufgerufen haben. Genau, nutzt eine Finte für seinen V-Schlag. Wieder einen anderen Schadenswert, andere Animation. Und wir springen wieder zurück. Ja, das geht immer so weiter. Also sie rufen sich jetzt gegenseitig auf, die Common Events und die Techniken, bis halt eine von den Techniken daneben geht oder 4 Schwert 4 wird ausgeführt. Genau, 4 Schwert 4 ruft halt Schwerttechnik 5 auf und Schwerttechnik 5 hat hier kein Common Event mehr. Und das ist halt das Finale. Beim Finale habe ich das dann auch so eingestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, also die Zufallszahl liegt noch zwischen 1 und 2. Übrigens kann man eine Variable einstellen. Ich habe es zwar schon mal gezeigt, aber es ist immer gut, wenn man das nochmal sieht. Hier auf der ersten Seite kann man Variable ändern. Dann wählt man sich eine einzelne Variable aus. Genau. Und die habe ich mal Zufall genannt, wie kreativ. Und hier kann man auch Zufall auswählen zwischen 1 und 2. Sprich, entweder ist die Variable 1 oder die Variable ist 2. Ja, mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ihr könnt übrigens auch immer die gleiche Variable nehmen, weil wird halt immer eine neue Zufallszahl gewählt. Ja, zwischen 1 und 2 liegt die Zahl, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Attacke daneben geht, ist 50%, was ja schon relativ hoch ist. Ansonsten wird halt das Finale ausgeführt. Oder es bricht halt ab, je nachdem. Das ist halt, bringt man halt ein bisschen Zufall ins Spiel, was halt bei so RPGs ja üblich ist. Und das finde ich eigentlich auch ganz lustig. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, es bringt ein bisschen mehr Abwechslung rein. So ein bisschen mehr, klappt das wohl, klappt das nicht. Das macht immer ganz viel Spaß, finde ich. Ja, kommen wir zu den Gegnern, die ich euch zeigen wollte. Ich habe hier eine Slime-Schutzschicht. Oh, ich kann das auch nicht aussprechen. Slime-Schutzschicht. Boah. Es ist eigentlich im Prinzip ein ganz normaler Slime. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber den brauchen wir auch. Ich habe den einfach wirklich kopiert und einfach nur hier die Farbe geändert. Das kann man ja ganz einfach machen. So, bei den Schutzgeistern habe ich auch im Prinzip einen Slime kopiert, aber den kann man natürlich hier die Werte beliebig einstellen. Als Tempo habe ich 999 eingestellt, weil meine Schutzgeister mal als erstes den Schutz einsetzen sollen und danach sollen erst die Gegner angreifen. Das heißt, dass es halt wirklich so aussieht, als ob die Gegner immer permanent unter Schutz gesetzt werden und nicht, dass dann erst einer angreift, es aber nicht abzieht und dann erst der Schutz kommt. Das wäre natürlich total blöd. Ja, der Schutz kommt also immer zuerst und hier habe ich halt auch als Aktionsinhalt genau die Technik Schutz eingestellt mit einer Priorität von 10. Aber das ist im Prinzip egal, weil er ja halt nur diese eine Technik hat. Gucken wir uns die Technik Schutz mal an.
Schutz macht im Prinzip nichts. Ja, es gibt halt nur irgendwie minus 10 MP Schaden, also es füllt 10 MP wieder auf. Obwohl es eigentlich keine MP verbraucht, insofern ist das auch nicht so wichtig. Ja, genau. Und wieso funktioniert das jetzt? Wir haben hier unsere Gegnergruppe und da steckt eigentlich der eigentliche Witz. Und zwar haben wir bei den Bedingungen der Gegner, also der Schutzgeist, 1% oder weniger HP hat, dann wird das Slime-Innere erscheint. Und wo ist das Slime-Innere? Da, es liegt hinter der Heimschutzschicht und ich habe es per Rechtsklick unsichtbar gemacht. Das heißt, wir würden es auch nicht sehen, wenn es nicht direkt dahinter wäre. Ja, das erscheint halt und im selben Moment wird halt dieser Gegner die Schleimschutzschicht getötet. Das kann man ganz leicht ändern, indem man hier Status ändern, sich den Schleimschutzschicht raussucht und entfernen, hinzufügen und incapacitated heißt in der deutschen Datenbank bewusstlos oder so, also K.O. Damit tötet man den Gegner halt. Ja, dann kann man hier halt auch hinschreiben, der Schutz verschwindet. Dadurch erscheint dann natürlich der blaue Gegner, der gelbe stirbt und der blaue ist hier nicht länger unbesiegbar, wie man hier sieht. Und den gelben habe ich natürlich auch noch auf unbesiegbar gestellt, muss ich natürlich auch noch dazu sagen. Ja, das gleiche ist halt hier auch beim zweiten Schutzgeist. Man guckt halt hier, Schutzgeist HP 1 oder weniger. Und dann macht man halt diesen Slime, lässt man diesen Slime erscheinen und macht diesen Slime weg. Was ich, wie man einen Gegner erscheinen lässt, der vorher unsichtbar war, habe ich auch schon mal gezeigt, aber ich zeige es gerne nochmal. Hier auf Erscheinung klicken und den jeweiligen Slime auswählen. Fertig. Ja, dann verschwindet auch der Schutz und man kann die blauen Gegner kaputt machen. Dann ist das Spiel übrigens auch vorbei, denn der Kampf ist dann übrigens auch vorbei, denn die Slime-Schutzschichten haben wir ja manuell per Hand getötet. Ja, das war's im Prinzip. Ich hoffe, es war ein bisschen lehrreich und ein bisschen interessant. Ja, ich wollte mal zeigen, dass man mit den Kämpfen eigentlich ziemlich viel machen kann und die Techniken und vor allem auch die Animationen viel Freiraum lassen. Darum sollte man da auch ein bisschen was investieren an Zeit, denn dies finde ich schon ziemlich wichtig. Und es macht eigentlich auch Spaß, an guten Kämpfen teilzuhaben. Vielleicht oder mindestens genauso viel wie an guten Mapping und guten Events. Ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal.